Wir sind aktuell hier im Leistungsbereich. Ich sage jetzt mit Absicht weit über 1000 PS. Ist alles super! Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei KKS Performance in Berlin. Wir haben mal wieder eins der krassesten Autos in Deutschland mit dabei. Toyota Supra hatten wir neulich noch von Tom. Toms Supra dagegen ist so ungefähr so groß gegenüber dieser Supra, weil das werdet ihr in den nächsten 30 Minuten auf jeden Fall sehen. Hier geht so einiges. Jetzt müssen wir euch erstmal die beiden Herrschaften vorstellen. Chris kennt er ja schon. Du hast das Auto so teilweise jetzt mitgebaut, abgestimmt und so weiter. Und Ben, wie gehört das Auto? Ja. Seit 2007 habe ich gedacht, ich mache mal bei den großen Jungs mit, habe mir das Auto geholt und habe dann natürlich gleich einen großen Fehler gemacht, habe gleich gesagt, okay, guckst mal ins Internet, was du so brauchst an Teilen, und dann haben wir für 35.000 damals Teile bestellt und dann haben wir gesagt, los geht's. War echt direkt gekauft, direkt 35 rein? Direkt gleich für 35 Teile gekauft. Und damit fing alles an. Was immer witzig ist, egal welches krasse Auto wir haben, die Leute haben das Auto immer mindestens 10 Jahre. Also es ist wirklich so, es gibt kaum noch jemanden, der irgendwie in ein, zwei Jahren sowas baut, sondern die Leute haben die Autos wirklich 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, damit sowas dann irgendwann fertig ist, in Anführungsstrichen fertig. Ich sage immer, in den Bereichen, die wir machen, gibt es leider kein fertig. So, ne? Nee, das ist ausverkauft, das ist fertig, ja. Das gibt es nicht. Außer man gibt auf. Und das wollen wir ja nicht. So. Ich überlege, wo wir bei diesem Fahrzeug anfangen, weil ihr werdet mit der Zeit feststellen, dass eigentlich fast nichts mehr original drin, ne? Nee. Also es wird wahrscheinlich schon mal, gibt es irgendwas, was du hier noch nicht angefasst hast? Wir fangen mal so rum an. Irgendeine Schraube, die du vielleicht noch nie abhattest oder irgendwas? Nee, ne? Nee. Gar nicht, ne? Nein, absolut nicht. Also wie gesagt, das Ding ist auch mehrfach schon zerlegt, werden auch schon mehrfach lackiert, wenn mir irgendwas mal nicht gefallen hat oder wir nochmal was an der Karosse verändern wollten oder ja, und dadurch ist das Ding schon mindestens 5-mal komplett einmal in meiner Hand gewesen, also bis auf Karosse runter und das heißt schon ein paar Schichten Lack? Nee, ich habe meist wieder runterholen lassen, komplett. Wie gesagt, wir machen jetzt nicht so halbe Sachen mit nur oben drauf, ist auch original schwarz, ist auch im Endeffekt original schwarz geblieben, aber mit der Zeit, wenn man doch mal ein bisschen mehr dran baut, dann kommt doch mal der ein oder andere neue Kratzer rein und man sagt man dann, komm, dann machen wir es halt eben nochmal in schön, dass es wieder in vernünftigem Lack dasteht. Hat man damals auch einen guten Partner gehabt und dementsprechend konnte man das auch immer ganz gut umsetzen. Ja, jetzt wisst ihr nämlich Bescheid, worum es hier eigentlich geht. So. Wenn man immer denkt, irgendwann, man hat einen großen Turbolader, es gibt trotzdem immer noch einen noch größeren Turbolader. Ne? erzähl mal, das hier ist Gerrit. GTX 55, 94 mm Eintritt. Können wir auch gerne mal kurz runternehmen, den Filter. Weiß man Bescheid, ne? Kann man erstmal wirken lassen. Nein, das ist halt wirklich, okay. Wie ihr seht, es geht heute um die Thematik Leistung. Noch mehr Leistung und noch mal mehr Leistung. Und wir gucken mal heute, was am Ende bei rauskommt. Toyota Supra MK4 2JZ Motor. Eigentlich so der beliebteste Tuning Motor in Amerika. So, ich weiß noch, so vor 10 Jahren und so war das ja schon damals krass, was die Dinger gemacht haben. Gibt es mittlerweile auch als Billet-Block, theoretisch schon, ne? Ja. Das aber noch nicht. Ist der letzte Schritt, den ich erstmal umgehen wollte, wenn die Ausreizung wirklich da ist, dass man sagt, man schafft es nicht mehr, kann man nochmal drüber nachdenken. Aber bis jetzt haben wir so viele, ich sag mal, auch Ersatzvorbereitungen getroffen. Mhm, ja, und alle in High-End ausgelegt, sodass man sagt, wenn mal was, ich sag mal, rausfällt, dann geht es trotzdem weiter danach. Wir sind aktuell hier im Leistungsbereich, ich sage jetzt mit Absicht weit, über 1000 PS, was eigentlich schon brutale Zahl ist. Wie ging das Ganze mal los? Also was war so der kleinste Step, den du dann gefahren bist? Weil das war ja bei den Supras schon immer... Kleinste Step? GT45. Echt? Ja. Damit habe ich angefangen. GT45. Also wie gesagt, Serie. 2007. Der kam gerade frisch auf den Markt.
Und ich habe noch mit ein, zwei anderen, ich sag mal, Jungs, die auch so in dem Bereich sich bewegen, die auch immer sehr, sehr gierig waren, irgendwo ganz weit vorne zu sein. Und manchmal gönnt ja auch der eine dem anderen nicht. Da habe ich das nur erwähnt, dass ich sage, ich könnte jetzt einen 45er holen. Wurde mir doch massiv von abgeraten, habe ich natürlich direkt gesagt, dann mache ich das. Ja. Dann haben wir einen 45er aufgebaut und man muss sagen, hat eigentlich auch so noch mit am meisten Spaß so direkt gemacht, wo man sagt, das ist noch so einigermaßen. Also die Supra-Fahrer hatten das ja schon früh erkannt. Großer Turbolader ist halt einfach die Macht, ne? Ja. So. Ich weiß noch, das waren ja auch dann noch die Zeiten, wo man erst noch Sprit gefahren ist. Mhm. Und ihr wart ja auf Sprit schon immer die, die sofort 800 PS, 900 PS, 1000 PS oder noch drüber, weil ihr halt einfach von vornherein immer diese riesen Klopper da reingebaut habt, ne? Weil selbst ein 45er, klar, ist deutlich kleiner, aber das ist ja trotzdem noch so ein Gerät. Ja, da drin, das, ne? Auch schon. Das heißt, der erste Step mit dem 45er waren dann wie viel PS? Das waren nachher ziemlich ausgequetschte 1100, 1070, ja. Weil das waren GT45 Precision umgebauter 78 mm Eintritt. Und der war auch so geratet mit ca. 1050 und die setzt sich auch realistisch an, so von den Fahrwerten, die damals so zustande gekommen sind. Und es hat halt eben noch wirklich Spaß gemacht, da konnte man aus dem dritten noch ordentlich anbremsen und das Ding auch noch ordentlich befeuern. Ja, ja, das waren auch noch so Zeiten, wo du mit dem Ding noch richtig aktiv Straße gefahren, gib ihm. Genau, zu der Zeit war das auch noch alles konform. Ja, jetzt sind wir natürlich da schon ein bisschen. Ja, jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Ja, das ist jetzt ein bisschen was anders. Downpipe 15? 15. Das Problem ist, man denkt immer, wenn hier noch so ein bisschen Platz ist, ach, es ist ja trotzdem noch Platz, ne? Aber jeder, der es schon mal selber gebaut hat, weiß einfach, selbst wenn es so riesig ist, hier überhaupt jetzt nur als Beispiel an die Schelle ranzukommen, vom Turbolader an Krümmer und so, ne? Das ist halt wirklich alles. Ja, es ist definitiv, da ist wenig Spielraum. Für mich war auch ganz wichtig, weil es gibt ja so den einen oder anderen, der dann einfach sagt, mir ist wurscht, wir machen die Haube, machen ein Loch in der Haube. Ich habe gesagt, will ich nicht. Ja. Ich habe gesagt, wir bauen das so, dass 5 Zoll Downpipe reinpasst. Und der Verdichter rein auch komplett in die Karosse integriert ist, ohne sie zu zerschneiden und auch eventuell noch einen Filter fahren zu können, ja, um vielleicht doch mal noch eine Ausfahrt, wie auch immer, zu machen, je nachdem, wo man ist. Das war mir halt eben relativ wichtig. Auch was Schönes hier bei dem Abgasgehäuse, den GT55 gibt es meistens immer nur mit 1,15 oder 1,30 und wie gesagt, ein kleiner Motor braucht nicht aus meiner Sicht, aus unseren Erfahrungen, auf dem Prüfstand auch, haben wir einiges rausgefahren, dass es nicht unbedingt zwangsläufig nötig ist. Ja, bei kleineren Ladern kann es gut möglich sein. Das heißt, das ist jetzt ein 1,0er? 1,0er und das kam ganz frisch raus, war auch wieder ein großer Zufall, dass ich genau zu dem Zeitpunkt den umgebaut habe, deswegen konnte ich gleich das 1,0er Gehäuse raufmachen. Das heißt, wir reden jetzt gerade von dem Volumen des Gehäuses, also das Rad da drin ist eigentlich egal, sondern einfach das Volumen an sich. Boah, okay. Ja, aber auf jeden Fall 2007 mit dem 45er anfangen finde ich schon mal sympathisch. So. Wo, ja, selbst ich sag jetzt mal als Beispiel, damals war ja so VR6 Turbo gerade auch im Kommen, da hat man dann GT35 drauf gemacht. Ne? Und das ist halt wirklich, den könntest du so durchschmeißen im Vergleich zu 45er. Ne? Und da muss man wirklich sagen, waren die Supras schon immer vom ersten Tag an so, dass sie leistungsmäßig immer überlegen waren. Man muss auch sagen, dass so der 45er war eine super Lösung bis zu einem gewissen Schritt, weil dann wird es sehr, sehr schwierig, auch zwar mehr kann man akquirieren, aber die Fahrwerte werden nicht unbedingt gleich automatisch besser, dann fehlt einem wirklich dann nochmal ein größerer Schritt, wo man sagt, dann muss man wirklich in so eine Richtung gehen. Wir haben jetzt hier 3 Liter Hubraum, ja. Um den Zuschauern mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was passiert, wenn man mit so einem Turbolader Gas gibt? Kommt auf an, bei welcher Drehzahl. Wenn man jetzt so die üblichen Drehzahlen, die man so kennt, so irgendwo bei 3000 Gas gibt, dann ist das doch schon eher ernüchternd. Eine ganz klare Sache. Aber wenn man alles ganz gut auf die Reihe bekommt, dann fährt es bei 5,5 so aus dem dritten Gang dann schon recht gut los. Mhm. Ja, ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, da fangen an die Räder zu spulen, aber dann kann man das schon kräftig in 3 Liter nennen und danach geht dann deutlich. Weil ich war nämlich neulich gerade von Vimy den Golf gefahren mit dem Lader, 3,2 Liter und das war auch so, also bei 5000 ging das tatsächlich schon so langsam los. Ja. Sobald der natürlich einmal kommt, ist natürlich Feierabend halt, ne? Dann ist es auf jeden Fall, dann ist Party angesagt, wenn man es dann noch schafft, den Hebel zügig genug zu ziehen, dass der Anschluss passt, dann ist das eine durchgehende. Wie hoch dreht er dann? Also wir schalten aktuell, je nachdem wie mir ein Gemütszustand ist, so ungefähr bei 9,5. 9,5? Ja, 9,5. So ist eigentlich, könnte man auch auf die Logs gucken. Das ist so das, wo ich sage, da fühlt sich das noch gerade so wohl. Ja? Und dann ziehen wir dann den nächsten. Ist an diesem Motor noch irgendwas original?
Gibt es da noch einen Originalteil drin? Spannrolle das, und Lichtmaschine. Ist so ziemlich, ja. Sonst aber komplett sonst, alles. Also wie gesagt, weder die Ölpumpe hat natürlich noch eine... Genau, da kommen wir gleich auch noch auf das dezente Upgrade. Ja, auch da, also wie gesagt, ein, zwei, ich sag mal Aggregate als Hohlhülle sind eventuell noch alt oder seriennah oder Serie, aber der Rest ist eigentlich, gut, Zylinderkopf. Klar, der ist natürlich auch noch irgendwo. Aber auch der ist natürlich groß. Maximal mit Kanälen, Ventile, Federn, Nockenwellen. Also genau, ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Abstand genommen von der Kanalbearbeitung selber. Habe ich über die Jahre ein bisschen den Abstand gefunden, weil ich da so für mich in den Regionen jetzt nicht mehr den unbedingten Mehrwert gesehen habe. Aber das ist natürlich eine persönliche Entscheidung, weil man schnell, wenn man die Sitzringe und alles zu heftig bearbeitet, dann kommt man schnell in Bereiche, wo auch dann die Sitzringe eventuell mal fallen bei den Zylinderdrücken. Und da habe ich gesagt, dann geh mal lieber den Weg, vielleicht diese 50, 70 PS in Summe vielleicht nicht mehr zu finden, aber die Haltbarkeit deutlich zu erhöhen. Das heißt, wir reden jetzt hier von einem kompletten Serienkopf oder schon immerhin so ein bisschen zurechtgemacht? Also Ventile, klar, Sitzringe komplett angepasst auf die Ventile, Federn, das nickt nur Nockenwellen. Serie. Nee, ja, Serie sind es aber, es sind halt... Kontur ein bisschen alles. Ja, quasi auch. Ja, aufs Ventil halt, auf die Sitzbreite, das Sitzbreite halt angepasst. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, warum die Supras... Erste Frage, sagt man der Supra, die Supra, das Supra? Ich habe mir aufgrund der Mengen an Schraubereien, habe ich mir das so ein bisschen abgewöhnt, mich damit reinzubringen. Ich sage das, was die Community irgendwo am schönsten findet. Ja, ursprünglich habe ich immer gesagt, die Supra. Und für mich bleibt es auch so ein bisschen die Supra. Ich sage auch immer die Supra. Ja, habe ich die ganze Zeit die Supra gesagt? Ich hoffe, ich habe die ganze Zeit die Supra gesagt. Aber für mich ist es auch die Supra. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum die Supras damals schon so stark waren, wenn so ein Kopf halt serienmäßig schon so krass funktioniert. Ne? Genau. Und jetzt darf man nicht vergessen, das war ja 2007 auch schon ein 10, 15 Jahre alter Motor eigentlich. Ne? Ja. Das war wirklich... Hier kann man natürlich noch dazu sagen, dass das jetzt kein reiner, also der ist mit, ist ein VVTi-Motor mit Nockenwellenverstellung. Das hatte auch einen gewissen Grund, warum wir den Schritt gemacht haben. Ist ja dahingestellt, ob es wirklich jetzt unbedingt nötig ist, aber man hat es und es kommt einen Tick früher, was man natürlich bei dem Lader. Es gibt bei der Supra zwei Arten von Motoren: einmal ohne Nockenwellenverstellung und mit Nockenwellenverstellung. VVTi, das seht ihr dann einfach in diesem Buckel. Hier hinter ist einfach eine hydraulische Verstellung auf dem Nockenwellenrad, der die Einlasswelle verstellt. Kann der 0 oder 1 oder kann der auch verschiedene Werte? Der kann 0, boah, wann waren wir gewesen? 30 Grad? 40. 15? Aber kannst du auch bei 50? Kannst du ihn auch auf 15 stellen? Oder? Ja klar, der hat dann 15, ja. Oder 5, also du fängst ja meistens an, ich sag jetzt mal, wenn er 40 kann, weißt du, der Lader kommt jetzt bei 4,5, dann knallst du ihn hoch bis 40 und dann lässt du nach hinten zum Begrenzer fallen. Auf 0 oder 5 oder 15, je nachdem, wie gut die Antwort ist. Aber selbst bei der Ladergröße noch könnt ihr mit und ohne einen Unterschied feststellen im Spool vom. Ja, Spool halt. Cool, wenn das Ding aus ist, dann ist... Ja. War witzigerweise bei mir bei der Limo, war das jahrelang auch genau so, wenn die Einlassverstellung nicht funktioniert hat, fuhr das Ding wie sagt Nüsse, bis wir die mechanischen Nockenwellen reingemacht haben. Da war es tatsächlich so, egal ob rein oder nicht rein, war Kurve gleich. Also da müssen wir schon so weit draußen gefahren sein, dass es da dann egal war. Ne? Ja, ist ja gerade ein kleiner. So, Thema Haltbarkeit bei so einem Motor. Auch ein schmaler Grat. Ja, es ist auf jeden Fall ein langes Stück Arbeit und jeder kleine Fehler wird sowieso bestraft. Aber man kann es bis zu einem gewissen Punkt schon recht haltbar kriegen. Jedoch ist es natürlich... Also ich sag mal so, ich bin mit einer der wenigen, weiß nicht, wie weit wir schon in die Technik reinrutschen wollen, der wirklich auch gar nichts eigentlich fährt, was irgendwie im Aftermarkt-Segment, sei es die Lager, ja, und viele andere Sachen. Ich bin auch einer der wenigen, oder ich weiß nicht mal, ob es noch einen gibt, außer einen Finn, weiß ich, von dem habe ich es damals auch geholt, aus dem Dragstar-Bereich. Ich bin der Einzige, der, glaube ich, aus einer super eine Blockversteifungsplatte von 30 mm fährt, CNC fräst über die Böcke. 30 mm? Ja, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Klavenzmann. Ich habe zum Glück die Wagen mit, wir werden auf jeden Fall noch dazu kommen, weil 30 mm Stahl ist ja schon... Ja, das ist definitiv, also man glaubt auch nicht, wenn man den Wagen schiebt. Ich bin gespannt, was da rauskommt, aber so leicht ist er nicht. Wir hatten nochmal was Ähnliches, ich hatte eine 10 mm Platte in der Hand vom Limo-Motor jetzt, dann dachte mir auch so, weiter. 10 mm ist zwar cool, aber wenn man sich so überlegt, was in so einem Motor da so los ist, ne? Ja, da ist halt 15, 20, 30 natürlich dann vielleicht am Ende doch das Bessere. Ne? Definitiv. Also ich habe auch natürlich
oftmals alles in der Hand gehabt. Und mit dieser Platte ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, dieses Micro-Welding, wenn die Lagerböcke anfangen, sich mit zu bewegen, obwohl es ein Maincap-Motor ist, quasi, also schon nicht mehr Serienböcke sind. Ohne Platte fängt es an, ganz leicht, diese Micro-Welding, das ist so eine Art, einfach so eine, ich will es mal sagen, ich nenne es jetzt Primitiv-Korrosion, kannst du mich sicherlich berichten, die unter diesen Böcken durch dieses Moving passieren, durch diese Bewegung, durch diese ganzen Kräfte, die in dem Motor herrschen. Mit der Platte habe ich das nicht mehr. Ich würde das so ein bisschen vergleichen wie so ein bisschen wie so Zähneknirschen. Wenn du so nachts so die Zähne aufeinander beißt und so ein bisschen so. So ein feines Bewegen ist. Das hat man auch gerne auf den Pleuelen. Ja, das passiert da auch gerne. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, das so einigermaßen auf der Welt zu kriegen. Aber da kannst du keine 30er Platte einfach nochmal ranschrauben. Wird schwer. Ja, da fängt man nun gegebenenfalls an zu sagen, gut, man sieht sowas auch mal als Verschleißteil in diesem Segment an und muss dann regelmäßig mal austauschen. Okay, krass. Aber noch geht mit Stahl, Motor, Block, funktioniert noch. Geht. So wie wir es gemacht haben, geht's noch. Mhm. Ja. Wie viele Motoren sind ihr in Summe schon so durchgewandert, ungefähr? Also ich sage immer so, 25 hatte ich auf jeden Fall schon. 25? Ja, so in dem Dreh bin ich auf jeden Fall. Also 25 andere Blöcke oder 25 nee, mal nur instand gesetzt? 25 instand gesetzt Blöcke, würde ich sagen, so 8 bis 10 sind schon mal so durchgewandert. Einfach mal so. Mit viel, viel Pech auch mit dazu gehören und viel Lehrgeld. Ja. So wächst man auch zusammen. Mit dem Auto, mit den Leuten, mit dem man macht. Muss man auch dazu sagen, ist fast nicht anders möglich. Ist aber auch in meinen Augen eine realistische Zahl, weil wenn man sich überlegt, wenn man diesen Sport betreibt und halt auch nicht nur in der Garage ist, sondern auch fährt, wenn du jetzt sagst, 2007 sind 13, 14 Jahre, zweimal im Jahr hat man eigentlich schon so einen Motor auf, sonst bist du halt nicht gefahren, ne? Ja. Dann kommt das ja schon so hin, ne? So, ganz krass ist auf jeden Fall der Kollege da unten drin. Das ist auch supramäßig relativ einzigartig, oder? So viele gibt es da auch nicht von, ne? Also ich sag mal, so im europäischen Raum würde ich sagen, so gut wie gar nicht. Deutschland auf gar keinen Fall. So, hier hängt eine fette Trockensumpf. Also falsch, das Auto hat eine Trockensumpfschmierung. Das heißt, da unten hängt eine externe Ölpumpe, die über einen Riemen angetrieben ist, die ungefähr so groß ist mit etlichen Kammern, die sowohl den Motor absaugt, als auch alles andere absaugt und das Öl in den Motor reindrückt. Korrekt. So, das sieht aber auch nach der großen Ausführung aus. Das ist eigentlich das Größte an... ist hier unter dem, warte mal, ich gehe mit deinem Finger mal so ein bisschen runter, hier so diese fette silberne Pumpe. Gab es das so zu kaufen oder ist das so irgendwann so alles Eigenbau? Nee, es war sogar tatsächlich ein Kit, was ich zu einer guten Zeit damals auch direkt geholt habe. Ist natürlich trotzdem eine ganze Menge Anpassung und Veränderung nötig gewesen, weil der Motorlager nicht mehr passt aufgrund der... Aber denkmechanischen. Film noch mal einmal René hier von hier oben rein. Von hier siehst du es besser. Guck dir mal diese lange Alu-Zigarre da drin an. Ist aber auch krass. Ja, 620 Rücklauf und, ja, was ich bin auch im Schläuche kaufen, war das auch immer so. Man ganz, hat immer ganz den Kopf geschüttelt, ja. Okay, die wird ja über den Zahnriemen vorne angetrieben, relativ offen. Gibt es da Ärger mit, wenn man da viel mit fährt oder keine Probleme? Also bis jetzt habe ich es noch nicht einmal gehabt, dass es irgendwie runtergesprungen oder sonstiges ist. Ich meine, wir haben natürlich selbstverständlich eine Notabschaltung drin, wenn er mal reißen, springen oder sonstiges sollte, weil in dem Moment ist natürlich sofort keine Ölversorgung mehr da. Und dementsprechend gibt es eine Abschaltung dafür, ja, wenn es so sein sollte. Und da ist auch in der Programmierung natürlich schon wirklich gewaltig was passiert. Getan. Also da bin ich auch dann, irgendwann habe ich gesagt, bin ich komplett raus und seitdem hat Chris das komplett in der Hand. Und ohne ihn wäre es auch gar nicht mehr möglich, das Ding sinnvoll zu betreiben. Muss man wirklich so sagen. Ja, es sieht jetzt gar nicht so ausladend aus, aber wenn man in die Programmierung reinschauen täte, ja, dann wird einem da schon ein bisschen anders. Und was ich bei den Dingen immer so krass auch finde, ist, je mehr Leistung es wird, je kürzer wird ja immer die Etappe, wo du überhaupt Zeit hast, da drin was zu regeln, dir anzugucken, in eine Sicherheit reinzuschreiben und so weiter. Ist ja nicht so, dass du mal so 4 Sekunden lang einen Gang fahren kannst, ne? Sondern da ist ja wirklich eine Sekunde ein Gang so ungefähr. Ne? Außer die Gänge sind sehr hoch und die Geschwindigkeiten sind auch sehr hoch, da hat man ein bisschen mehr Eindruck. Trockensumpf, warum überhaupt? Ich habe viele Probleme früher gehabt mit Lagerschäden, mit Serienkurbel, mit Serienölpumpen,
dass die auslutschen, ja, weil durch diese Bewegung im Block fangen die unten an auszutragen. Das heißt, der Öldruck fällt relativ schnell. Kurbelwellensimmering, großes Problem. Ja, mittlerweile habe ich dafür meine Lösungen gefunden. Jetzt brauche ich sie natürlich nicht mehr, weil jetzt wird der Ring eher nach innen gesaugt, als dass man das Öl nach außen tritt. Das war dann irgendwann der Beweggrund, weil ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ich habe bestimmt 15, 20 Mal diesen Kurbelwellensimmering ständig ab. Und es ist immer gleich Steuerseite runter, Kühler raus, Zahnriemen runter. Also wirklich jetzt auch keine Arbeit, die man unbedingt dauerhaft machen muss. Ja, wenn man die mal machen muss, geht es klar. Aber wenn du das wirklich zusammenbrauchst und gleich wieder ausläuft, dann ist es. Was für ein Öldruck wird da jetzt gefahren? Was fährst du da? Wir fahren unter Last 8,3. Sowas in der Richtung. Ja, wir hatten das 8,5. Selbst bei 100 Grad Öl haben wir noch über 8. Unter Last heißt, aber die lässt sich nicht irgendwie regeln, die Pumpe. Also die nur Drehzahl oder ist da richtig Ventil dran, dass die regelbar ist? Mechanisches Regelventil, sag ich mal, wie jede normale Pumpe auch. Wo man dann in seiner Range arbeiten kann, je nachdem, wie viel Abnehmer man hat. Wie ist das bei so einer externen Trockensumpfpumpe? Baut die auf Drehzahl mehr Öldruck auf? Oder ist das auch eher so, dass wenn die Drehzahl 1x erreicht hat, dann hält die einfach den Druck und fällt? Genau, also sie baut auf jeden Fall bei mehr Drehzahl mehr auf und den Rest macht dann das Regelventil halt eben relativ stabil. Ja. Was halt bei der Trockensumpf am Ende immer cool ist, ist, man nutzt die nicht nur, um das Öl abzusaugen und in den Motor reinzudrücken, sondern du kannst auch alles drumherum von dem Motor noch absaugen. Das heißt, komplett oben Kurbelwellengehäuse, Entlüftung und so weiter, was ja bei diesen Motoren immer ein Problem ist. Ja. So, da ist auch wirklich einfach Pumpe dran und saugt alles an Gasen raus. Deswegen haben wir auch keine großen Leitungen an dem Ventildeckel, so wie es sonst immer üblich ist. Aber ein Sensor? Im Superbereich. Aber ein Sensor, genau, da können wir gerne dann mal sehen, was wir dann für einen Unterdruck auf dem Motor haben. Also wie gesagt, wenn man den versucht, den Öldeckel aufzumachen, ja, während des Betriebs kann man vielleicht... Was schafft der so einen Unterdruck? Was macht der? Verdammt, wir sind 0,3. Schon viel, ne? Ja. Weil 0,3 ist ja schon gut. Also Deckel aufmachen, Betrieb ist ja. So sympathisch ist auf jeden Fall schon mal diese Fat Rail auch. Aber 6 Düsen oder 12 Düsen? 12 Düsen, ne? Sehe ich hier gleich, ja. Wir haben für die Teillast 6000er. Mhm. Und für oben aus die 2200er. Mhm. Was für ein Kraftstoff? E70 fahren wir jetzt. E70. Und die Düsen so ein bisschen. Ich glaube, Supra ist halt auch so ein Motor, der fährt halt seit eh und je mit Ethanol. Ne? Ja. Das waren so die ersten, die zur Tanke gefahren sind, damals E85 getankt haben. Alle sich so gedacht, was machen die Jungs da? Ne? Aber ihr wart ja definitiv so die ersten mit E85 in Deutschland. Ja, das ging so 2009, 2008 ging es so los. Ja. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert, dann haben wir da auch alle. Ja, also ich sag mal. Ich glaube, diese Subvention war, glaube ich, von 2007 bis 2017. Ja. Das war diese Subvention, wo der Sprit so billig war. Ja, das ist da, ich habe sehr geweint. Mhm. Und zack, war weg. Als das nicht mehr so ging. Tja, heftiges Ding, heftig. Ja. Da kann man, wie viele verschiedene Nockenwellen bist du denn da schon so drin gefahren? Ja, also ich bin ja schon immer so ein Freund gewesen davon, das gleich relativ hoch anzugehen oder gleich relativ richtig anzugehen. Aber ich sag mal so, 4 Sätze sind es eigentlich nur gewesen. Okay, das ich bin jetzt... Ja. An einem Punkt, wo wir sagen, eigentlich bin ich recht zufrieden damit. Ja, das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn die Nockenwelle nicht passt, kommt der Lader nicht drauf. Und als die Nockenwelle gepasst hat, haben wir gesagt, jetzt so wir den Lader. Aus Erfahrung raus, jetzt wo du verschiedene Lader gefahren bist, wird es mit einem großen Lader eher alles einfacher oder alles eher schwieriger? Einfacher? In welcher Hinsicht? Also in Bezug auf Abstimmen, Verschleiß, Fahren, so. Also würdest du jetzt tendenziell eher nochmal wieder so einen großen draufsetzen oder würdest du eher sagen, nee, eigentlich dann doch lieber ein 45er wie früher? Man muss wirklich sagen, was will man damit machen? Ist es ein reines Wettbewerbsfahrzeug? Muss das so? Muss, ja. Will man ein bisschen mehr Spaß haben, ist, ich sag mal so, der 45er eigentlich die fast cool. Schönere Variante. Da fängt dann aber der Verschleiß natürlich an, weil wir deutlich früher mehr Drehmoment haben. Mhm. Hier haben wir es schon recht spät. Dafür ist es aber konstant und ja, ich sehe das immer so wie diese Fahrradgeschichte. Wenn du viel Drehmoment aus dem Keller versuchst, auf dem Fahrrad zu bringen, dann verbiegst du halt das halbe Rad und bist im vollen Speed. Das ist mir noch nicht passiert. Ja, gut. Da geht dann viel hin. So, hier haben wir auch noch was Schönes. Einmal Spezial. Ja, es ist ein bisschen schwer zu sehen, aber es ist eine Lachgasanlage. Das heißt sequenziell, bedeutet jeder Zylinder einzeln hat eine
80 PS Lachgasdüse drin, die man, wenn man sie braucht, komplett über das Steuergerät, über dieses externe Ventil steuern kann. In Summe so können wir mit dem Ventil auf 450 zusätzliche PS gehen. Wo wir jetzt allerdings noch nicht unbedingt sind, weil wir wollen erstmal den Lader ausquetschen. Also ist eigentlich noch gar nicht in Betrieb. Ist quasi, wir hatten sie mal eine Zeit lang in den Anfängen noch in Betrieb, ja, um zu beginnen, um das ganze Setup abzurunden. Nun ist dann wieder mit dem neuen Lader erstmal wieder neue Sachen auf ihn zugekommen. Aber wie gesagt, es ist nutzbar. Das heißt aber im Kofferraum eine Flasche, ganz klassisch, hier einfach nur Ventil an, aus und das drückt dann das Lachgas wirklich in jeden Zylinder einzeln rein. So könnte man es fast sagen. Natürlich. Aber nicht geregelt, also es gibt wirklich nur an und aus. Nein. Nicht an, aus, sondern geregelt. Also es ist wie eine Einspritzdüse geregelt. Okay. Aber nicht so wie diese alten Systeme, dass du passend dazu auch gleich Sprit mitgibst. Sprit musst du antacken. Sprit muss ich antacken übersteuern. Aber das, glaube ich, auch muss man auch können in dem Moment, Leute. Weil das ist ja wirklich ganz schmaler Grad. Ganz schmaler Grad, wo da drin halt nicht auf einmal Kernschmalz ist. Kannst du dir ja schon mal Pi mal Daumen schon ausrechnen. Und dann beim ersten Mal takten, gehst du ja gleich Bescheid. Also gehst du ja mit dem Sprit erstmal ein bisschen höher ran, dass er überfettet. Und dann gehst du ja langsam runter. Mhm. Witzig finde ich auch, dass man mittlerweile fast gar keinen Kühler mehr sieht, ne? Dass das gedownsized ist. Ja, komplett. Das war so ein Wunsch von mir, dass mal in die Originalhutze eine Möglichkeit zu finden, das zu verschließen. Mhm. Ja, um für unsere Events halt eben die halbe Meile so wenig wie möglich Fläche zu bieten. Mhm. Ja. Das reicht aber, das reicht ja. Wir haben jetzt aufgrund der mangelnden Tests noch nicht die Endtestphase erreicht. Also ich kann es jetzt noch nicht, ich nehme es auch immer noch mal raus, je nachdem wie warm es draußen ist. Wenn wir natürlich wirklich draußen einfach mal diese 30 Grad oder 40 auf dem Platz haben, dann wollen wir so viel wie möglich, so wie alle anderen, aufmachen mit Eis und wie auch immer. Weil das ist ja wirklich wahrscheinlich im Verhältnis zum Kühler dahinter. So viel Anströmung auf den Kühler. Ne? Genau. Aber andererseits, die Supras sind ja dafür bekannt, dass die von der Tiefe her so einen Kühler drin haben. Das ist in dem Fall sogar ein 8 Zoll tiefer Kühler. 8 Zoll, also 20 Zentimeter. Dafür habe ich nicht mehr so hoch gebaut. Ja, ich habe ihn dadurch ein bisschen flacher gebaut. Aber ist schon nur noch ein Netz oder nimmt man dann zwei Netze hintereinander? In dem Fall sind sogar drei Netze aneinander. 8 Zoll ist schon eine Ansage. So, okay. Das wird noch richtig spannend heute, ich merke das schon hier. Pass auf, jetzt gucken wir. Kleine Gimmicks halt, ne? Jetzt gucken wir noch einmal hinten den Kofferraum. Hier habt ihr nämlich Trockensumpftank. Das heißt, das ist eigentlich das, was sonst früher in der Ölwanne unten drin ist. Das heißt, hier steht wirklich das ganze Öl von dem Motor. Dann haben wir die Lachgasflasche und noch einen Feuerlöscher. Ja, zwei Lachgasflaschen. Ne? Zwei Flaschen, aber hält besser. Ja, in dem Sinne schon. Ne? Also, wie gesagt, sonst sind die relativ schnell alle. Aber angenommen, man ihr würdet das, ein gutes Thema, das hatten wir nämlich noch gar nicht. Angenommen, man würde das nutzen für, du sagtest, ungefähr 450 PS. Kann man theoretisch machen. 450 PS gehen theoretisch so mit den sechs Düsen, würde man... Ja, die Düsen können theoretisch mehr, da brauchen nur die Einsätze ändern, aber die gesamte Steuerung quasi über dieses eine Ventil und das nachher in Einklang zu bringen, kann dieses 450. Mit zwei Flaschen, wie lange können die auf sein in dem Moment? Wann ist das leer? Gibt es da eine Faustformel für, so ungefähr, was man sagen kann? Nee, das größte Problem ist eigentlich mit der Flaschendruck, der fällt. Mhm. Dadurch wird es ein bisschen instabil. Also man muss wirklich, deswegen machen die Amerikaner das immer mit ihren Brennern, ja, die Flaschen heiß, damit der Flaschendruck steigt. Wenn der Flaschendruck das ist ja auch eine ganz ungefährliche Sache auch, ne? Ja. Du kennst es ja, wenn, ich sag jetzt mal, wenn du diese, hast du da auch wahrscheinlich damals gehabt, eine Garage, wie kriege ich die Halle warm, wo Wagengasflasche, Brenner dran. Und wenn du die Stunde laufen hast, bildet sich ja Eis. Dementsprechend wird das Ding auf einmal kühler. Dann passt du mal kurz wieder ein paar Minuten aus, dann geht's wieder. Das ist bei denen genau das Gleiche. Das vereist dann quasi und dann kommt da kein Druck mehr raus. Und der Flaschendruck sinkt ja auch. Ah, und deswegen machen diese erst heiß vor der Benutzung, damit sie dann abkühlt. Genau. Aber man muss natürlich aufpassen, weil die haben ein Überdruckplättchen drin und es wäre schade, wenn du das ein bisschen zu übertreibst, dann schießt halt deine Füllung einmal komplett nach innen. Ja. Du musst auch noch eigentlich nicht mal vergält, dementsprechend könnte es sogar sein, dass es dann ein bisschen
lustig Freude bereitet. Lustig ja. Aber es ist noch nicht passiert, soweit sind wir jetzt in dem Sinne noch nicht gekommen. Weil aber sonst reden wir jetzt eher so wie im Film Fast and the Furious, dass das dann so 3 Sekunden ist oder hält das schon eher so 30 Sekunden? Das kann länger halten. Das Problem ist natürlich wirklich, wo setze ich das bei welchem Fahrzeug an? Mhm. Also bei dem Fahrzeug wird es schwer, 30 Sekunden lang. Nee, aber könnte man ein paar Läufe dann damit die Flasche? Das geht schon. Also nicht, um komplett auf der Flasche zu fahren. Ja, normalerweise benutzt man das, um den Lader anzuspulen oder um mal eine gewisse Lücke zu füllen. Und da kannst du es auf jeden Fall auch mehrfach benutzen. Aber nicht, um jetzt durchgängig zu sagen, du gibst jetzt die 400 drauf und ziehst da durch. Dann ist es relativ schnell alle. Wir hatten neulich in einem Video die Frage, warum die Ami-Fahrer mit Lachgas das immer einmal vorm Start nochmal machen, wenn das dann so aus der Haube rauskommt. Eine Vorpurchen, dass das System quasi unter Druck steht. Ah, okay, also ist wie entlüften quasi. Genau. Okay, ja, dann war meine Antwort. War richtig, ja. War richtig. Und, also ich traue den Leuten das auch zu. Also ich würde es auch nur für die Show machen, weil es einfach geil aussieht. Ne? Ja, ist das Schalter haben wir auch an. Zum Purchen kannst du natürlich auch machen. Ist jetzt halt also nichts drauf. Ist jetzt halt nichts drauf, wenn ich das jetzt erst. Ja. Okay, also. Ist halt ein geiler Gimmick. Halt, ne? Also das heißt, ihr würdet theoretisch auch. Aber das geht dann im Motor? Nee, es geht raus. Das geht raus. Über die Waschdüsen. Geil. Ganze Scheibe nochmal einfrieren. Genau. Wenn es ein bisschen warm wird im Innenraum. Ja. Aber wegen Flaschenheizen gibt es jetzt extra Flaschenheizung. Genau. Mit fiesen Relais-Schaltern und fiesen dicken Kabeln dran. Nicht unbedingt mit einem Brenner. Hier in dem Auto wäre sowieso ziemlich. Also ich glaube, wenn wir irgendwo mit einem Brenner an eine Lachgasflasche gehen würden, das zeigt sich erstmal an den Vogel und ging ganz weit weg. Das wird schnell gehen. Ja, Innenraum ein bisschen puristischer. Ich sehe jede Menge Carbon, Armaturenbretürpappen, ja. Zelle, also eigentlich alles raus, dafür wieder einiges rein. Yep. Extrem witzige Zelle, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also theoretisch ohne großartig Flankenschutz. Ja. Außer dem ein Rohr unten, was es natürlich aber so für Straße und so weiter wieder eigentlich ganz angenehm macht. Ne? Ja, man kann also relativ gut rein und raus. Das eigentlich, mein Gedanke war eigentlich nur für das, was wir tun, ist der Überschlag, das, was mir am meisten Sorge gemacht hat. Deswegen haben wir den Bereich relativ stark ausgelegt. Ja, muss man dazu sagen, ist kein Käfigbauer gewesen, sondern wir haben es nach meinen Wünschen und Vorstellungen so gemacht. Dementsprechend ist jetzt wahrscheinlich keine FIA-Zulassung darauf. Aber ich denke, es wird zumindest einmal seinen Effekt bringen. Und das ist, wenn man es überhaupt will, dann hat es seinen Dienst getan. Noch kurz Thema Elektrik. EMU Black drin? Ja. PMU? Ja. Display ist eh klar, Keyboard ist eh klar. Also eigentlich mehr oder weniger ganz die Original-Elektrik rausgeflogen. Alles raus, ja. Also auch Lichtkabelbaum und so weiter, alles auf der PMU drauf. Alles, genau. Ich hatte die Schnauze voll, weil wir haben das Armatur mit rausgenommen gehabt. Dadurch, dass da ja schon ein bisschen mehrmals dran rumgewurschtelt wurde und wir auch extrem Problemchen mit Aussetzern und mal hier wieder ein Problemchen, da habe ich gesagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Kommt jetzt alles raus, den ganzen originalen Kabelbaum, alles raus. Und wir bauen es einfach komplett neu. Und dafür ist ja die PMU perfekt. Also ich glaube, das Einzige, was nicht über die PMU läuft, sind die Fensterheber. Die sind einzeln abgesichert. Die sind sogar fast älter als das Auto. Gab es eine Supra mit manuell? Nee, war immer elektrisch. Nee, war eigentlich immer elektrisch. War immer elektrisch, meine. Also selbst die Saugermodelle bin ich zumindest der Meinung. Ja. Krass. Okay. Ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über die Technik weiter philosophieren. Ja. Das nächste, was wir machen, ist auf jeden Fall das Auto einmal wiegen. Dann geht es auf den Prüfstand. Aber ich würde sagen, das war erstmal Teil 1, Technik-Talk zu Benz Supra. Und im zweiten Teil wird es richtig spannend.